Also in Wuppertal haben wir ja 2021, im Februar haben wir das Verkehrsinformationssystem live geschaltet. Seitdem haben wir also Fahrgastinformationen, Dokumentation, Meldungswesen, alles über das Verkehrsinformationssystem FIS, wie wir es hier in Wuppertal nennen. Und ja, seitdem haben wir viele neue Funktionen, die es vorher so nicht gab. Wir haben verschiedene neue Medien angebunden in der Fahrgastinformation. Also wir haben Twitter, wir haben Facebook, also soziale Medien. Wir haben eine verbesserte Fahrgastinformation über die DFI-Anzeiger, Bus und Schwebebahn. Wir haben TTS über Ansagen an den DFI-Anzeigern auf der ELA-Anlage der Bahnsteige der Schwebebahn in den Fahrzeugen. Wir bespielen unsere Internetseite mit Live-Daten und wir haben natürlich auch die EFA-Schnittstelle zum VRR, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, erweitert. Da haben wir also Informationen zum Grund des Ausfalls. Wir haben verschiedene Fahrgastszenarien, die automatisch ja quasi aktiviert werden, wenn bestimmte Aktionen im ITCS durch den Disponenten auf der Leitstelle durchgeführt werden. Also beispielsweise, wir haben Linienkurstausch bzw. eine Linienkurskürzung. Dann werden automatisch ja, ein Fahrgastszenario-Ausfall generiert, was dann auswählt, okay, die Medien sind für dieses Szenario interessant und die werden dann mit vorgefertigten Texten bespielt und kann dann ja, durch manuelle Informationen angereichert werden, wie den Ausfallgrund, technische Störung, bei der Schwebebahn zum Beispiel ein Feuerwehreinsatz, wenn eine Betriebsstörung ist, und das wird dann halbautomatisch quasi durch die Leitstelle ausgelöst. Wir haben also im Prinzip also Disposition, Fahrgastinformation, am Ende Dokumentation in einem System über das Formularwesen. Das heißt, die Disponenten haben nicht unbedingt weniger zu tun wie vorher, aber mit dem, was sie tun, erreichen sie viel mehr. Weil sie vorher haben sie irgendwie manuell vielleicht einen DFI-Anzeiger bespielt, haben dann in einem, ja, in einem WSW-eigenen System haben die dann dokumentiert, und das generiert heute alles aus, wird alles automatisch aus FIS quasi generiert. Und demzufolge, ja, die Arbeit wird nicht weniger, aber der Effekt oder die Leistung ist viel höher und für den Fahrgast kommt viel mehr dabei raus und auch für das Unternehmen.